Nach 257 Rennen, darunter 100 für Red Bull Racing und insgesamt 8 Siegen, darunter 7 alleine für Red Bull Racing, ist es nun offiziell. Daniel Ricciardo wurde entlassen. Ab dem nächsten Grand Prix in Austin wird der Australier nicht mehr in den Diensten der Racing Bull stehen, sondern er bekommt endlich seine große Chance. Liam Lawson. Wir blicken in unserem Spezial genau auf alle Einzelheiten, auf alle Stimmen und vor allem auch auf ziemlich brisante Details. Das alles jetzt an diesem Freitag. Ricciardos letzte Mission. Nach 257 Rennen in Singapur war es Lando Norris die schnellste Rennrunde, demzufolge den Extrapunkt zu klauen. Und genau das gelang ihm auch. Das war seine letzte Amtshandlung als Formel 1-Fahrer. Am späteren Donnerstagnachmittag wurde das offiziell, worüber wir schon am vergangenen Sonntag berichtet hatten. Red Bull schmeißt Daniel Ricciardo vorzeitig raus und das Ganze 6 Rennen vor Saisonende. Der große Preis von Singapur war für Daniel Ricciardo also, und das war gewissermaßen keine allzu große Überraschung, der letzte Grand Prix. Vielmehr nach der Pause in Austin wird dann Liam Lawson, der junge Neuseeländer, im Racing Bull sitzen. In der offiziellen Erklärung der Racing Bulls kommt auch Teamchef Laurent Mackies zu Wort. Und was er dazu zu sagen hat, darauf blicken wir. Und zwar nämlich Folgendes. Jeder hier bei Visa Cash App Racing Bulls möchte Daniel für seine harte Arbeit in den vergangenen beiden Saisons danken. Denn er war abseits und auf der Strecke ein wahrer Gentleman und hat sein Lächeln nie verloren. Er wird vermisst werden und immer einen speziellen Platz in der Red Bull-Familie einnehmen. Ricciardo habe, so geht es weiter in der Aussage von Laurent Mackies, viel Erfahrung und Talent in das Team eingebracht und eine fantastische Einstellung, die allen geholfen hat, sich zu entwickeln und einen engen Teamgeist zu fördern. Ja, auch Daniel Ricciardo äußerte sich nämlich auf Social Media mit einem sehr emotionalen Post und in dem heißt es: Ich habe diesen Sport mein ganzes Leben lang geliebt. Er ist wild und wunderbar und war eine Reise. Den Teams und Einzelpersonen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, danke ich. An die Fans, die den Sport manchmal mehr lieben als ich, haha, danke. Es wird immer Höhen und Tiefen geben, aber es hat Spaß gemacht und ehrlich gesagt, ich würde es nicht ändern wollen. Bis zum nächsten Abenteuer. Ja, schon nach dem Singapur Grand Prix war natürlich auch für Daniel Ricciardo irgendwo klar, dass das letzte Rennen gewesen war. Und das wurde vor allem auch recht deutlich, als er nämlich bei Sky Sports nämlich zum Interview kam und dann Tränen in den Augen hatte. Und gegenüber Sky Sports hieß es von ihm unmittelbar nach dem Rennen: In diesem Jahr wollte ich versuchen, gut genug zu sein, um wieder bei Red Bull zu fahren und wieder um Siege zu kämpfen und zu sehen, ob ich es noch drauf habe. Besonders tränenreich war vor allem aber auch jene Aussage von ihm. Das war schon sehr emotional, denn ich bin mir bewusst, dass es das gewesen sein könnte. Ich war auch erschöpft. Da brachen so viele Gefühle auf mich ein. Das Cockpit ist ein Platz, an den ich mich sehr gewöhnt habe. Ich wollte einfach den Moment genießen. Beim nächsten Rennen also wird dann Liam Lawson im Cockpit sitzen und über ihn sagte der Teamchef Laurent Mackies: Liam kennt das Team schon gut. Er hat sich 2023 unter schwierigen Umständen gut geschlagen. Und es ist schön, dass ein Nachwuchsfahrer aus der Red Bull-Familie den nächsten Schritt machen kann. Ja, und dass die Entscheidung über das Aus von Daniel Ricciardo nicht erst in dieser Woche verkündet wurde oder vielmehr beschlossen wurde, wie man es so ein bisschen bei Red Bull versucht hat, der Öffentlichkeit zu verkaufen, zeigte sich nämlich vor allem auch an den Aussagen von Liam Lawson. Denn in einem Interview sagte er nämlich selber, dass der Rauswurf von Ricciardo schon viel länger feststand. Im Einzelnen heißt es: Jetzt fühlt es sich endlich echt an. Ich wusste seit wahrscheinlich 2 Wochen davon, aber ich konnte natürlich niemandem davon erzählen. Ja, und er äußerte sich auch dahingehend, dass nämlich schon längere Zeit auch seine Beförderung als oder zum Stammfahrer eben in der Planung gewesen sei. Und das wussten wir gewissermaßen ja auch, es eine gewisse Deadline für die Red Bull-Führung gab, eben bis wann sie Liam Lawson zum Einsatz bringen müssten. Täten sie es nicht,
könnte er sich nämlich ein anderes Team suchen. Und so heißt es von Liam Lawson. Und vor einigen Wochen haben sie mir dann gesagt, dass es so kommen würde. Nicht lange danach wurde es in Stein gemeißelt. Doch zur Überraschung für den einen oder anderen setzt Racing Bulls oder vielmehr die Red Bull-Familie nicht ein allzu großes Vertrauen in den jungen Neuseeländer. Denn sein Vertrag läuft gerade erst mal für 6 Rennen, also bis zum Ende dieser Formel-1-Saison. Das ist das, was Liam Lawson auch selber bestätigt mit den Worten: Ich fahre bis zum Ende der Saison und danach werde ich mehr herausfinden. Ja, gewissermaßen Mitleid oder so ein bisschen Mitleid hat Liam Lawson dann auch eben mit Danny Ricciardo. Und er sagt selber auch, dass die Situation am gesamten Rennwochenende in Singapur eine seltsame war, die sich für ihn eben nicht gut angefühlt hat. Und doch hält er weiter fest: Ich habe Singapur genossen, weil ich wusste, was kommen würde. Aber Daniel war immer gut zu mir. Er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass wir in einem Wettbewerb zueinander stehen. Es war kein schönes Gefühl, aber ich bekomme nun mal eine Chance in der Formel 1. Und diese bekomme ich jetzt. Ich habe riesen Respekt davor, wie er, Daniel Ricciardo, mit allem umgegangen ist. Ja, insgesamt 100 Grand Prix bestritt Daniel Ricciardo bei Red Bull Racing und 7 seiner insgesamt 8 Siege, die holt er eben genauso auch mit dem Team. Und ja, einen Sieg, den gab es ja damals noch 2021 in den Diensten von McLaren. Auch Red Bull-Teamchef Christian Horner hat sich dazu geäußert, kommt in der offiziellen Erklärung nicht vor. Stattdessen aber gibt es ein sehr emotionales Posting von Christian Horner, nämlich auf Social Media. Und da sagte er nämlich zum Aus von Daniel Ricciardo: Von dem Augenblick an, als du bei Red Bull an Bord gekommen bist, war klar, dass du so viel mehr als nur ein Fahrer bist. Dein unermüdlicher Enthusiasmus, dein Sinn für Humor und deine ganzen Attitüde sind ein bleibendes Vermächtnis für das Team und die Formel 1 allgemein. Danke für die Siege, dein Lächeln, die Songs. Du wirst immer ein besonderer Teil der Red Bull-Familie sein. 8 Siege, 32 Podestplätze und 1329 WM-Punkte sind nicht das einzige Maß dafür, wer du bist und was du erreicht hast. Danke, Daniel. Ja, und natürlich auch Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko äußerte sich nämlich in einem Interview, nämlich und sprach darüber, warum Daniel Ricciardo nicht mehr zu alter Stärke zurückgefunden hatte. Denn so sagt er, seine Entscheidung, also die von Daniel Ricciardo, eben Red Bull Ende 2018 zu verlassen, sei, Zitat, der Wendepunkt in seiner Karriere gewesen. Denn weder in seiner Zeit bei Renault von 2019 bis 2020 als bei seiner Zeit bei McLaren zwischen 21 und 22 konnte Daniel Ricciardo an frühere Erfolge anknüpfen. Und so heißt es: Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Wenn wir das wüssten, hätten wir ihm ja geholfen. Es war nicht mehr dieser Killerinstinkt da. Ja, und genau aus diesem Grund habe man bei Red Bull eben nun die Reißleine gezogen. Aber im Interview mit Racing News 365 äußerte sich Helmut Marko auch. Allerdings fand er dabei dann doch ein paar härtere Worte, und zwar diese hier: Ich denke, es wurde klar kommuniziert, dass er deutlich besser sein muss als Yuki Tsunoda. Und das ist ihm nur in wenigen Rennen gelungen. Daher war klar, dass diese Geschichte vom verlorenen Sohn, der zu Red Bull Racing zurückkehrt, leider nicht funktioniert hat. Ja, im Interview nämlich äußerte er sich auch mit einem gewissen oder sehr brisanten Detail, denn eines, was die Öffentlichkeit bis dato noch nicht wusste, war, als Danny Ricciardo Red Bull Ende 2018 verlassen hatte, soll er bei Dietrich Mateschitz nämlich verbrannte Erde hinterlassen haben. So heißt es vielmehr, Daniel Ricciardo per Handschlag Ende 2018 bei einem persönlichen Treffen mit Helmut Marko und Didi Mateschitz eben bestätigt, dass er seinen Vertrag bei Red Bull Racing verlängern werde. Und es hieß, er wolle eben auch 2019 für das Team fahren. Doch wie wir natürlich wissen, kam es eben anders. Und so gewissermaßen war damals der an Daniel Ricciardo gerichtete Vorwurf, dass er nämlich wortbrüchig wurde und stattdessen das Angebot von Renault angenommen habe. So heißt es: Es war eine Veranstaltung am Grazer Hauptplatz und danach haben wir uns zusammengesetzt und sind eigentlich zu einer Einigung gekommen, mit Handschlag besiegelt. Er fuhr dann nach Salzburg und hat dort das Gleiche mit Dietrich Mateschitz gemacht.
Er hat halt scheinbar dem Gesülze von Renault und Cyril Abiteboul mehr Gehör geschenkt. Ja, und genau das soll Dietrich Mateschitz auch Daniel Ricciardo ziemlich übel genommen haben, so heißt es weiter. Der hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man das, was man per Handschlag besiegelt, auch einhält. Ja, und doch sei Red Bull heute eben immer noch an einer Zusammenarbeit mit dem Australier interessiert, allerdings natürlich in einer anderen Form. Dazu aber konnte sich Daniel Ricciardo noch nicht durchringen und entscheiden, ob er in einer anderen Funktion für Red Bull Racing tätig sein wolle. Denn, so laut Helmut Marko, wolle Ricciardo, Zitat, Zeit haben, um überhaupt seine ganze Zukunft zu überlegen. Ja, schon auch nach dem Rennen in Singapur äußerte sich eben auch Max Verstappen und auch ihm war bewusst, dass das in Singapur wohl sein letztes Rennen gewesen sei und unmittelbar danach sagte Max, ich muss ihm natürlich für die schnellste Runde danken. Er ist ein toller Kerl. Wir kamen immer gut miteinander aus. Im Team waren wir natürlich auf der sportlichen Ebene Rivalen und er wird in unserer Mannschaft immer als großartiger Fahrer und Mensch erinnert werden. Er hat einen super Charakter und es gibt wohl kaum jemanden, der ihn nicht mag. Und ich denke, wir werden uns in ein paar Jahren, wenn ich nicht mehr in der Formel 1 sein werde, zusammensetzen und bei einem Bier auf die gemeinsamen Jahre zurückblicken. Ja, nach Bekanntwerden der Entscheidung, dass Daniel Ricciardo künftig nicht mehr im Cockpit bei den Racing Bulls sitzen werde, hat sich Max Verstappen auch nochmal geäußert und zwar mit diesen Worten. Kopf hoch, Kumpel. Es werden noch viele schöne Momente kommen. Das sind vielmehr nicht nur die Worte, die Red Bull intern geäußert wurden, nein, auch Teams und Fahrerkollegen haben sich nach Bekanntwerden über das Aus von Daniel Ricciardo ebenfalls geäußert. Wie sie sich geäußert haben, darauf blicken wir gleich nach genau einem Spot. Na, schlechte Nachrichten? Ach Quatsch, ich bin nur geblitzt worden. Aber das macht mir keine Sorgen mehr, denn ich bin jetzt bei Bußgeldkontrolle.de. Jede Minute verliert in Deutschland jemand seinen Führerschein. Dabei sind mindestens die Hälfte aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und erfolgreich anfechtbar. Lassen Sie deshalb besser Ihre Bußgeldbescheide vorher prüfen auf bußgeld-kontrolle.de. Beginnen wir doch mal mit Fernando Alonso. Der hatte nämlich zum Aus von Daniel Ricciardo Folgendes gesagt. Neue Abenteuer erwarten dich, Champ. Alpine hat sich entsprechend natürlich auch gemeldet und ein bisschen längeren Text verfasst. Und darin heißt es, du hast einen wichtigen Teil in der Geschichte unseres Teams gespielt und was auch immer du als nächstes machst, wir werden uns immer an dein Lächeln erinnern. Alles Gute, Honey Badger. Und Mercedes sagt, du warst über die Jahre ein unglaublicher Konkurrent. Danke für die vielen spannenden Duelle und die ansteckende Energie, die du auf und abseits der Strecke in unserem Sport gebracht hast. Wir blicken natürlich auch mal auf ein paar Fahrerstimmen noch, nämlich auf die von Esteban Ocon und er selber schrieb, Glückwunsch zu allem, was du in deiner Karriere erreicht hast, Kumpel. Ich habe viel von dir gelernt während unserer gemeinsamen Zeit. Wünsche dir alles Gute für dein nächstes Abenteuer. Pierre Gasly lässt ausrichten, Glückwunsch zu dem, was du erreicht hast, Champ. Und auch Oscar Piastri schreibt Ähnliches, auch hier Glückwunsch zu allem, was du erreicht hast. Lando Norris schreibt, liebe dich, Bruder. Und George Russell, ich werde dich vermissen, Kumpel. Ja, und auch Jam 1 Formel 1 Experte Günther Steiner hat sich schon am vergangenen Dienstag in unserer letzten Klartextausgabe zum Aus von Daniel Ricciardo geäußert und hier nochmal ein ganz kurzer Ausschnitt davon. Ich habe auch gehört, dass er in Austin nicht mehr dabei ist. Ich habe das Interview nach dem Qualifying mit ihm gesehen in Singapur im Fernsehen und da war er schon nicht mehr richtig glücklich, muss ich sagen. Da war er ziemlich, wir sehen es hier so, mit Tränen in den Augen. Ja, wieso tust du das an? Ich meine, du bist kein schlechter Fahrer, du hast Rennen gewonnen, du brauchst dich für nichts zu rechtfertigen oder zu schämen. Ich meine, wir haben alle mal gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir sind alles nur Menschen und deswegen, das muss man auch so respektieren. Du hast Rennen gewonnen, Mann. Ich habe ihn gern, Dani, ist ein super Typ, er hat viel gemacht und logischerweise kann ich auch, aber jetzt muss ich sagen, er bringt einfach die Leistung nicht, er hat die Leistung nicht gebracht bei McLaren, er bringt sie jetzt nicht, aber ich glaube, es hat einfach mit ihm mental ist da etwas passiert, dass er einfach nicht mehr diesen letzten
3-4 Zehntelsekunden auf die Runde holen kann. Und das macht dich von einem sehr guten Fahrer zu einem schlechten Fahrer in der Formel 1, wie es jetzt ist. Und das ist halt sein Problem. Und er glaube ich, kommt nicht raus. Und deswegen, für Danny werden sich andere Möglichkeiten eröffnen, wo er auch damit glücklich ist. Logischerweise, wenn es kommt, ist es hart, aber sollte es kommen, wir spekulieren ja noch, was Kim gesagt hat. Kim Millmann ist immer gut informiert, ist auch überall rum, hört viele Leute. Deswegen, ich glaube, er macht solche Kommentare nicht, wenn er nicht etwas wirklich in der Hand hätte, Substanz. Das macht Kim nicht, muss man auch so sagen. Deswegen, ich glaube es auch, er ist nicht mehr da, aber auf jeden Fall, ich würde sagen, Danny hat einen guten Job gemacht, was er gemacht hat in der Formel 1 und das Leben geht weiter, auch für ihn und für alle anderen. Aber wie kann man denn einen Fahrer so ins Wochenende oder Wochenende für Wochenende reinschicken und ihn völlig im Unklaren zu lassen? Gab ja auch diese Aussage von Helmut Marko, auch wenn es so ein bisschen sarkastisch gemeint war, wenn er aufs Podium kommt, dann wird man sich das nochmal irgendwie überlegen. Jeder redet so irgendwie kryptisch, nur der Fahrer weiß am Ende des Tages eigentlich nicht, gibt es mich nächstes Rennwochenende überhaupt noch? Ich finde, man kennt ja dich auch, Günther, aus deiner Zeit in der Formel 1 auch als ein Mann der klaren Worte und du hast ja auch klare Ansagen gemacht, wenn wir da an die Vergangenheit denken. Das heißt, jeder wusste, woran er am Ende des Tages ist und das hat doch auch irgendwas mit Respekt zu tun, oder? Ja, und ich gehe auch da zurück auf Sergio Perez, ist ja auch ähnlich gelaufen. Da, ist er nicht da. Nach Spa hat es geheißen, er kommt nach der Sommerpause nicht mehr zurück, dann war er doch noch da. Ist nie gut und wenn diese Leute die Leistung bringen müssen, müssen sie mental in einer guten Fassung sein und die hast nur, wenn die Rückendeckung von deinem Team hast. Das ist nicht von einer einzelnen Person, sondern vom ganzen Team. Die decken mich, wenn ich die Leistung bringe. Frei im Kopf bist, dann kannst du die Leistung bringen. Das ist einfach, das Geschäft ist zu hart und ich würde sagen, ich finde es komisch, dass im Moment gewöhnlich ist Dr. Marko jemand, der wirklich sagt, was er meint, aber vielleicht hat er nicht mehr diese, nenne ich das mal, Macht, die er früher hatte. Ich glaube, auch für Danny wäre es besser, er sieht gequält aus. Danny anschauen nach dem Qualifying, wie er da steht, ist für mich, habe ich keine, ich glaube, da hat niemand Genugtuung davon. Das braucht er nicht. Er hat Rennen gewonnen. Wir müssen immer das sehen, was er wirklich erreicht hat im Leben auch. Und er kann ja viel noch mehr erreichen. Danny kann, er ist 35, glaube ich, jetzt, kann wegfahren. Der kriegt bestimmt, Danny will jedes Wreckteam haben, nur wegen seiner Persönlichkeit auch. Macht ein bisschen weniger, kann auf seine Ranch in Australien zurückgehen, Rinder züchten, macht sicher auch Spaß für eine Weile. Ich meine, ihm geht es ja super, nur eben, ich glaube, er wäre froh, wenn, ob es ja oder nein ist. Und ich glaube, es wird hoffentlich bald passieren. Wer die ganze Sendung am vergangenen Dienstag verpasst hat, der sei nochmal darauf hingewiesen, dass die ganze Sendung in voller Länge zum einen natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal zum Abruf bereitsteht, aber natürlich auch direkt auf jam1.de. Und die nächste Ausgabe von Klartext mit Günther Steiner gibt es im Übrigen am 22. Oktober. Ja, der nächste Fahrer, der nun auf der Kippe steht, ist nämlich er hier, Sergio Perez. Also man merkt, Red Bull scheint in einer kompletten Umbruchsphase sich zu befinden. Nicht eben auch personell in diesem Jahr schon einiges passiert. Viel ja, prominente Persönlichkeiten aus dem Team von Red Bull werden sich schon ganz bald verabschieden. Und Red Bull ja, steht vor einer schwierigen Aufgabe, eben das Team, sowohl teamintern als natürlich auch was die Frage der Fahrer betrifft, komplett neu aufzustellen und möglichst dabei auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das war's mit unserer Spezialausgabe an diesem Freitag. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Und natürlich nicht vergessen, nochmal der Hinweis an dieser Stelle, eure Meinung zu unserem Hauptthema, zu unserem Schwerpunktthema natürlich gerne in die Kommentare. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende und wir sehen uns eben dann in der nächsten Woche wieder. Und ich bin sicher, auch da warten dann eben spannende Formel 1 News auf uns. Und die erfahrt ihr natürlich immer hier bei Champ One. Schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss.